Es ist Pfingsten, immer noch. Und wir wollen gleich los auf große Tour. Hiermit. Das sind diesmal beide Boote übereinander. Haben wir noch nie gemacht, ne? Nee. Ich bin ja gespannt, wie wir das gleich gezogen kriegen. Es dauert nicht mehr lange. Dann sind wir da. Guck mal da hinten. Den Tross von Leuten müssen wir gleich auf die Boote verteilen. Ich bin gespannt, wie das wird. Läuft. So. Okay, wir sind schon fast im Wasser. Vorbereitung auf Hochtouren. Das kleine Boot ist ja schon fast fertig. Genau, das muss auch noch irgendwo hier. Das Ding ist, ich hätte mich, glaube ich, so fett mit Mückenspray oder so einsprühen sollen, weil hier fliegt so viel Müll rum. Nein, hier fliegt nichts, Max. Habt ihr schon Bock? Ja. Alle motiviert? Sehr. Ja, ich höre die Motivation förmlich heraus, herrlich. Wir sind konzentriert. Was für eine Banana-Action hier. Ja, Mann. Banana! Go Banana! Also, das Boot wird zusammengebaut und das hier ist schon klar zum Rudern. Locker 10 cm weiter rein. So, das ist euer Zuhause. So. Ich würde sagen, wir nehmen das große zuerst rein, damit das vom Wasser aus dem Kleinen helfen kann. Gute Idee? Ja. Gut. Was soll man da helfen? Weiß ich nicht, aus dem Wasser fischen vielleicht. So. Auch perfekt, war auch heute Filme. Ich filme auch kurz. Das erste Boot ist im. Und wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht auf das Riff laufen, ne? Das sieht sehr wackelig aus, muss ich sagen. Halt uns von dem Riff klar hier. Halt uns von dem Riff entfernt. Was hier los? Von dem Riff fernhalten. Ja, wie? Ja, nimm den Ruder und halt ab. So, wer möchte als nächster rein? Otto, let's go. Jawohl. Gib Gas. Jawohl, der Kaloin. Durchhalten? Jawohl. Als hätte er schon öfter gemacht. Und direkt hinsetzen. Oh, wackelig, wackelig, wackelig. Sag mal, du, das Messer kommt zum Schluss. Ich muss auch noch mit rein. Ich wollte euch hiermit gleich noch helfen, ne? Ich glaube, das kriegen wir sonst zur Not auch irgendwie hin. Okay. Ja, das hätte fast eine Schippe genommen, ne? Ja. So, das zweite Boot geht zu Wasser. Dann steigt ein. Soll ich als erstes oder du? Ich halte hier fest, ihr könnt einsteigen. Hinten sitzen oder mit vorne sitzen? Dann gehe ich erstmal. Der hier rudert, ne? Achso, nee, dann geht nur noch hin. Ah, doch, gar nicht so doof, ja. Also, ihr müsst ja sowieso beide, einer links, einer rechts, stech paddeln, oder? Ja, wir kriegen das schon hin irgendwie. Hauptsache, wir kommen voran. Und direkt ja, am. Das Brett hält schon mal 1A. Die ihr am besten nicht. Ich kann mich erinnern, wir haben uns nicht auf die Sitzbank gesetzt, sondern direkt tiefer rein. Warum? Dann ist der Schwerpunkt tiefer und das wackelt nicht so doll. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir reinfallen, nicht so hoch. Richtig. Alles klar, sehr nett. Hältst du nicht das hier vorne? Oh, egal. Könnt ihr gleich euch umdrehen da. Ja. Hauptsache ihr macht, also ihr lasst euren Schwerpunkt relativ tief. Also, das kennt ihr mir. Also für Anfänger ist die Gefahr größer, je höher ihr kommt, ne? Direkt runter. Ja, ich sitze. Noch tiefer runter. Setzt ihr gleich auf den Hintern und dann, genau. Sitze. Na super, das sieht aus, als wenn du gleich, also 5 cm tiefer und du nimmst mal einen Schluck Wasser hier. Ja. Komm mal da nach vorne. Ja, will wohl nicht ready sein, ne? So, ich bin ready. Nimmst du das Ruder? So, hier ist nur noch. Okay, ich gehe dann nach Hause, tschüss. Ja. Schön, komm, geh mal aufs Seil her. Ja, stimmt. Ja, ich habe einen Fall gemacht. Können wir das schieben? Ja, ich ziehe euch. Warte, warte, warte. Boah, voll der Boost gerade bekommen. Aha. Ey, wie viel Platz denn dann so zum Wasser? Handbreit. Bei euch ist es so. Aber wenn ich mich jetzt so nach hinten lehne, ist es doch alles im Rahmen? Es wird eng. Es ist so. Okay, das wird. Nee, das geht noch. Das sind keine Wellen da. Okay, Chris, hier rudern. Oh, gute Nacht. Was sind wir da? Ich muss mal. Ich hab Hunger. So, wann gibt's Wettrennen? Warte, mach jetzt mal unter Wasseraufnahme. Da bin ich mit der kaputten Kamera angewiesen. Diese Kamera ist kaputt, ne? Darf die rein? Die darf rein, ja. Oh, ich hab das auch schon gemacht. Diese Fall. Darf nicht rein, weil diese ich hab die am Band angebunden und dann hinterher gezogen. Das scheint auf. Oh,
Oh, oh, der hat gesessen. Ey, der hat gesessen. Das gibt's zurück, oder? Nein, 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 nein. Hallo? Ich will jetzt hier nicht in die Matte landen, ne? Das Geschlauer. Ich bin gleich manövrierunfähig hier. Ey! Schneller, wenn ich hier nicht immer in einem Krauch hängen bleibe mit dem Ruder. Ja, das ist nicht praktisch jetzt, ne? Mit dem Paddeln. Also, bei euch muss immer einer links, einer rechts, ne? Oder? Ja, wir machen aber nicht gleich stark irgendwie. Das war bei uns genauso. Schuki, weißt du noch, was wir letztes Mal, letztes Jahr, in diesem Boot zurück wollten, dass wir teilweise an der Stelle einfach gestanden haben? Ja, wir, also, wir konnten nicht mehr, ne? Das meintest du für mit SD-Karte? Ja, ja, jetzt aber nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Was ist hier für ein Sturm auf einmal, ne? Sturm! Okay, haben wir sie? Wir haben sie! Ran! Eins! Ich nehme alles! Du kannst nicht mit 20-Jährigen halten, du! Stopp! Ah! Oh, shit! Ah! Wurde abgeworfen! Oh! Hey! Was soll das denn? Wo kommt das? Was auch was kommt? Das sieht aus wie Schnittlauch! Stimmt! Und du guckst dich bitte nicht! Schneller! Nein! Nein! Entschuldigung! Ich hab nichts gemacht! Lass mal langsamer sein! Mit seinem Schnittlauch! Ja, schöne Brühe da drin, muss ich sagen. Ja, hier ist es. Oh, und? Gehst du weg? Gehst wir sind hier mit Piraten. Geändert. Oh nein. So, Luther. Los, Rücki. Alles. Alles. Ich muss mal hier die Spuren vom letzten Angriff beseitigen. Aber? Hey. Kennt das nicht. Bitte? Ich kann doch nicht mehr. Nix. Das kann man sich für den Büchlein-Salat machen. Ja, guck dir das doch mal an. Das sieht halt einfach aus wie westlicher Schnittlauch. Hier, guck mal, sogar mit der Wurzel. Schnucki, können wir zu Hause einpflanzen. Marie geht mit dem Deko-Auge ran. Ja. Man kann auch Chili drauf machen. Muss man Taste-Test machen jetzt. Ja, hier. Nee, das war also du. Du bist der Profi da. Nee, nee. Ich esse es, wenn du es isst. Ja. Ja, wir hängen jetzt wirklich drin. Wir kommen nicht mehr voran, ne? Das war's. Aussteigen. Ich denke, jetzt habe ich Lebewesen drin. Nächste auf. Ja. Ich hab nicht. Oh, jetzt neues Grünzeug. Hier ist der Unterwassersalat. Oh ja. Und nachher kommen wir frisch braun gebrannt wieder zurück. Ja. Als wären wir im Ofen gewesen. Ja. Im Urlaub. Kurzer Urlaub. Oha. Libelle. Oh ja. Das ist ja krass. Kinder zieht uns. Wir brauchen Kinderwasser. Sieht aus wie Neptuns Haare. Oh, ich finde es schon wieder tiefer. Oh, au! Vorsicht! Was denn? Hey, pass mal auf! Schnucki! Das ist ja hier wie heißt das noch hier? Wie heißen diese Autos auf dem Jahrmarkt noch? Autoscooter. Autoscooter, genau, Bootscooter ist das hier. Okay. Der zweite Versuch, dich zum Kentern zu bringen. Nein, das tust du nicht, Schnucki. Was machst du nicht? Er will euch zum Kentern bringen. Weil die erfahren, wie die Raudis. Zickzack-Kurs kann man gar nicht so gut folgen. Ja.
mal, wie schnell die sind. Ja. Und du gibst auch Gas? Oh, jetzt. Nein! Schnucki, ich finde das nicht lustig, ich habe keine Schwimmweste, Mann. Da ist doch nichts passiert. Ja, aber es kann was passieren, es ist total schief und dreckig. Das ey, was soll das denn? Das war aus Versehen. Seid ihr gerade nass geworden bei dem Manöver? Ja. Ah, Schnucki! Was war das denn jetzt? Noch eine. Denk dran, ich habe noch zwei, ne? Hey, ich hab auch noch Kraut hier. Nicht mehr lange, gib mir her. Bin gut bewaffnet. Ja, hast du Munition gelagert oder was? Schnucki! Oh, wir haben gleich über. Hallo! Ich möchte nicht im Wasser landen gleich. Schnucki, mach mal, ich fahr mal. Ich kann jetzt nicht mehr rudern. Ich an der Waffe hier jetzt. Nee, lass dich da, alles gut. Nicht so wichtig. Ich würde dann eher dann nächstes Mal Handtuch und vielleicht Klamotten mitnehmen. Ich hatte noch überlegt, hier Basketball-Challenge zu machen. Mhm. Mit Otto, Ash, Chrissy und mir. Da, wo wir auch mal gemacht haben. Mhm. Wenn ich treffe. Wer möchte was trinken? Nee, danke. Hier gibt's. Die Bar ist eröffnet gerade. Alles bestens. Wir sind versorgt soweit. Stück auf oder was? Wo ist denn unser Gast eigentlich hier? Der ist weg. Abgehauen. Der jagt ein Wildschwein. Das ist eine fette Hornisse. Echt? Da. Oh ja. So. Okay, aber Hornissen sind harmlos. Also keine Panik auf der Titanic. Alter, ist die fett. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann jetzt auf der Kamera. Die sitzt ungefähr da. Wieso ist die denn da im Matsch? Die trinkt wahrscheinlich, ne? Okay, die Hornisse trinkt was. Und die ist mal locker gerade ins Wasser gefallen, ist die blöd. Echt jetzt? Ja. Und oh nein, wir müssen hier weg. Oh, harmlos oder nicht? Hornisse sieht ja aus wie große Wespe, ne? Hornissen machen mir ganz groß aus. Okay, unser Gast ist wieder an Bord. Möchtest du denn in die Bar kurz? Hier, wir haben gerade was zu trinken da. Oh, das ist aber lieb von euch. Ja. Also, das ist mein Becher, nur also falls du nicht mit meinen Bakterien und so weiter. Mach dann 4 Euro pro Becher. Wollt ihr was trinken jetzt oder nicht? Oh. Nee, danke. Was muss ich hey, kennt denn wir jetzt gleich hier oder was? Am Strand kennt dann, weißt du, jeden Meter auf dem Fluss. Was? Das, das ist Matsch hier. Kann ich jetzt auch eins? Ja. Okay. Was? Also jeden Meter auf dem Fluss schaffen wir und am Strand kennt dann wir, ne? Wollt ihr nichts trinken, Kinder? Nee, danke. Okay. Geht's wieder zurück jetzt? Ja, ich würde sagen, ja. Nicht noch weiter raus, weil spät das ist noch schwerer. Noch weiter raus aufs Meer oder was? Okay, wir fahren zurück. Leute, jetzt kann ich mich auch mal ein bisschen ausruhen hier. Otto ist an der Maschine. Jawohl. Jetzt geht's richtig zügig wieder nach Hause. Und ihr könnt ein bisschen langsamer machen. Sieht uns. Ja, Schnucki, du bist auch gleich dran, ne? Nein, ich kann nicht. Wie jetzt? Wie, was kannst du nicht? Ich kann nicht rudern. Doch, das kannst du gut. Nein. Doch, doch. Ich habe zwei linke Hände. Chrissy, was gibt's bei dir im Boot TV? Wenn ich meine Hände darauf lege, sieht man viel mehr. Im Boot TV. Weil dann es reflektiert sich nicht, ne? Also, in dem Boot da drüben gibt es ein Bullauge nach unten. Und da kann Chrissy gerade genau sehen, was da unten alles an Fischen rumschwimmt. Vorsicht, Freundchen. Vorsicht, Freundchen. Oh. Was ist denn hier los? Ich hab mich in eine seltsame Lage gemacht. Hey! Was wird das? Eine unangenehme Situation. Wieso? Wie kommst du da drauf? Bitte? Wo warst du denn gerade mit deinem Kopf? Ich war quasi unterm Boot. Guck mal nochmal richtig braun hier, ne? Mhm. Du musst dich auch schauen nach einem Wels. Ein Wels. Ja, so ein Fisch. Ja, den hast du gerade gesehen, ne? Ja, so ungefähr dick, grau und fett. Wieso können die nicht weiß sein? Das könnte man dann noch viel besser sehen. Moby Dick. Mhm. Auf dem Wasser. Du meinst Spirenzchen? Spirenzchen. Jetzt keine Spirenzchen, so. Die nicht wasserfeste Kamera kommt raus. Nee, genau. Also wir sind jetzt auf dem Rückweg. Es ist hier so schön ruhig. Ich glaube, du bist vorne zu tief im Wasser, ne? Oh ja. Dadurch habt ihr einen höheren Strömungswiderstand oder so. Ja, schon ziemlich. Wie sieht das bei uns aus? Wo? Wie sieht das? Ja.
Wir sind tariert. Austariert, ausgerichtet, genau. Hey, ein Käfer hier. Lass den Käfer leben. Nein, mein Brett ist weg. Das ist weg? Ja, lustig, ne? Max! Er will uns rammen! Er will uns rammen! Nein, 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 nicht rammen! Hab andere Pläne! Nee! Ja, festhalten, ne? Nein, Schuki, beweg dich nicht! Otto, schneller! Hey, was schneller! Die wollen sich. Sie hängen schon dran! Ich spür Widerstand in der Maschine! Die Maschine läuft heiß. Ja, genau. Hängt ihr da schon wieder dran? Ah, shit. Nein, okay, wir sind wieder frei. Tipptopp. Wo ist Tipptopp? Tipptopp ist hier. Wie schnell die sind. Ja. Ah. Vorsicht. Was ist denn? Ja, so dieses, das sollte nicht wehtun, Mann. Ja, der ist sehr langsam. Aber wie krass, ne? Mhm, ich glaub auch. Und wir sind fertig mit unserer Tour. Jetzt kommt nur noch der Rest. Wir haben das Bananenboot hier wieder auf das andere Bananenboot draufgesetzt und ab nach Hause. Du ziehst? Es wird kalt. Ja, alle, die frieren, müssen ziehen, damit denen schön warm wird. Warm. Dann bin ich also wieder dran. Ach Leute, das war doch mein Abenteuer. Also, hier im Computer hatte ich heute auch ein Abenteuer. Ich hatte nämlich ein Video hochgeladen, wo ich
erklärt habe, mit diesem Magnetkrams hier, wie ich so dazu komme und so. Ich bin da auf so einen Kommentar eingegangen, wo einer geschrieben hat so, hey, wenn das gehen würde, dann würde das doch schon längst jemand gemacht haben, weil das würde alle Energieprobleme beseitigen oder irgendwie so. Und ich habe da ein Video mit reingenommen von diesem Lülling-Motor, habe das hochgeladen und dann direkt einen Copyright-Claim gekriegt. Also ja, das durfte man dann halt nicht verwenden. Dann musste ich das wieder rausnehmen, dann musste ich da den Mixdown neu machen, dann musste ich es neu hochladen und so weiter und so fort. Also deswegen gab es ein Video, dann war das wieder weg und dann kam das gleiche Video wieder. Wir waren ein bisschen hin und her. So, mal gucken, was wir heute noch hier so machen. Ich will die Aufnahmen sehen. Welche Aufnahmen willst du sehen? Wels-Aufnahmen wollt ihr sehen? Wels. Wels. Wir gucken den Wels. Nee. Schnucki, was ist denn hier los? Wie? Was machst du? So ein aufwendiges Frühstück? Ja, für Otto. Mhm. Für Otto? Und für die Kinder. Morgen. Okay. Also, hier wollen wir gleich frühstücken. Bin ja schon mal gespannt, was der Frühstücks-Otto so ist. Und was machen wir jetzt? Wir gehen was einkaufen, Brötchen holen und so. Okay, ja, dann lass mal los. Wir sind jetzt mal schnell ein bisschen einkaufen gewesen. Und tada! Es sind alle da. Wollen wir frühstücken? Na klar. Wie ich aussehe. Und nicht fürs Internet hier mache. Komm, jetzt in Großaufnahme. Da ist er. Das haben wir geschafft hier heute. 11.111 Schritte. Nicht Kilometer, das wäre zu viel, ne? So, jetzt wollen wir frühstücken. Was braucht ihr